hier sind einfach extrem viele Camper. Ich würde mal schätzen, so zwischen 60 und 80. Woanders würden wir ja wahrscheinlich schon eine eigene Postleitzahl bekommen. Schon echt heftig. Ich mag viele Menschen um mich herum, aber mir wird es auch manchmal dann schnell zu viel. Und so war es gestern dann auch. Ich war schon lange nicht mehr so fasziniert, glaube ich, von einem Ort wie diesem hier. Vielleicht liegt es daran, dass der Kontrast zwischen der verschneiten Schweiz und dem sonnigen Spanien nicht größer sein könnte. Aber dieser Ort hat einfach alles. Hinter mir peitschen die Wellen gegen die Felsen. Es ist so ein magischer Ort und trotzdem sind so wenig Vans hier. Und das macht es irgendwie nochmal besonderer. Wir wollten eigentlich den Stellplatz schon längst wieder verlassen haben und haben uns dann mit zwei lieben Leuten ein bisschen verquatscht hier und sind einfach ein bisschen länger geblieben. Wir bereuen es überhaupt nicht, jetzt einfach mal zumindest für ein paar Tage hier angekommen zu sein und den Ort richtig genießen zu können und eigentlich genau das zu haben, was wir wollten. Irgendwie einen Ort für sich zu haben, was im Vanlife, glaube ich, schon irgendwie schwierig ist, sowas zu sagen. Wir können uns wirklich nur glücklich schätzen, hier angekommen zu sein. Kaffeemaschine im Van. Wir haben die richtigen Freunde gefunden. Ja, und hat geschrieben, wenn ihr Kaffee nutzt, seid, kommt jederzeit rum. Heute gibt es genug Strom. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns beiden Pappnasen aus Spanien. Spananien. Aus Spananien. Wir haben, wie ich schon im Intro erwähnt habe, einen sehr schönen Platz hier gefunden. Wunderschön. Also ich habe auch schon gesagt, vor allem zum Arbeiten unter der Woche haben wir oft eher zweckmäßige Plätze, weil halt einfach der Empfang oft an den schönen Plätzen nicht so gut ist. Und hier haben wir diesmal alles. Also wir haben schönes Wetter, wir haben das Meer, wir haben Natur. Man wird hier geduldet. Wir haben richtig tolle Menschen kennengelernt. Mehr kann man nicht erwarten und verlangen von dem Platz. Einzige problematische ist, dass wir ein bisschen Stromprobleme haben in Bezug, dass es einfach, dass die letzten Tage einfach keine Sonne geschienen hat. Und wir jetzt hoffentlich heute ein bisschen Solarstrom reinbekommen, weil heute scheint die Sonne. Natürlich, natürlich. Die Nachbarn haben auch gerade schon geschrieben, heute wird es genug Strom geben. Ja, das wäre nämlich ganz, ganz gut. Dann könnte man nämlich hier noch einen Tag verweilen, bevor wir wieder losfahren müssen. Müssen wir gar nichts. Weil wir haben uns jetzt auch mal dazu entschieden, nachdem wir so lange immer gefahren sind oder die letzte Zeit immer so viel gefahren sind, dass wir einfach mal ruhig machen. Und wenn es uns irgendwo gefällt und wir happy sind, dann lassen wir uns nicht gleich wieder weitertreiben. Sagen, es wird langsam voll. Guten Morgen. Ja, das ist jetzt schon ein Unterschied, aber wir können es keinem verüben, wir machen es ja genauso. Aber klar, das ist dann schon verrückt, wie viel denn hier auf einmal stehen und auch 90% Deutsch oder Österreich. Wir sind gestern noch bis kurz nach Valencia gefahren, also noch mal ungefähr 2,5 Stunden, würde ich sagen. Wir waren extrem müde gestern, weil wir die letzten Abende immer extrem wunderschöne Abende mit Rosi und Peter hatten. Aber sie wurden auch immer sehr lang und feuchtfröhlich. Deswegen waren wir gestern nicht ganz so fit. Aber die Zeit mit den beiden plus ihrem süßen Hund Sunny war einfach richtig, richtig schön. Also wir haben stundenlang gequatscht, uns ausgetauscht. Es war wie so eine Nachbarschaft. Wir haben Kaffeepausen gemeinsam gemacht, weil die beiden auch arbeiten und ja, war richtig toll.
Aber für uns war es jetzt Zeit, weiter südlich zu ziehen. Und deshalb fahren wir auch heute wieder weiter. Ich sehe noch nicht ganz so fit aus. Es ist noch relativ früh. Wir fahren heute nämlich zu den nächsten Bekannten. Und die habt ihr selber auch vielleicht, wenn ihr uns schon länger folgt, schon mal in einem der Videos gesehen. Aber dazu später mehr. Jetzt genießen wir hier erstmal noch den schönen ersten Kaffee direkt am kilometerlangen Sandstrand. Also auch wieder richtig toll. Und ich würde sagen, wir starten dann entspannt. Was echt extrem war bei diesem Platz, der war wunderschön und der war bis zum Ende, waren kaum Menschen da. Was man von den Plätzen, die wir jetzt sehen, nicht mehr behaupten kann. Hier sind schon relativ viele Menschen. Am Ende wurde es dann auch relativ voll. Aber wir sind gespannt, wie es Richtung Süden aussieht, wenn dann einfach noch mehr Bands dastehen. Ah, okay. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Wärme angekommen. Es sind hier irgendwie 20 Grad. Und es scheint sich auch ein bisschen drum gesprochen zu haben, dass es hier ein bisschen wärmer ist. Weil wir sind jetzt hier wirklich in einem kleinen Van-Dorf angekommen. Wir stehen in der Nähe von Murcia bei Aquila. Und hier sind einfach extrem viele Camper. Ich würde mal schätzen, so zwischen 60 und 80. Und ja, woanders würden wir ja wahrscheinlich schon eine eigene Postleitzahl bekommen. Es ist schon absurd viel. Es ist relativ entspannt, weil es sich gut verteilt, aber es hat schon seinen eigenen Flair. Ja, also man muss auch dazu sagen, wir haben uns jetzt hier mit Freunden getroffen. Ich glaube, wir wären hier selber gar nicht hingefahren wahrscheinlich, hätten den Platz auch gar nicht gefunden. Klar, beim Vorbeifahren wäre es uns schon aufgefallen, aber wir hätten jetzt wahrscheinlich, wenn unsere Freunde nicht schon hier gewesen wären, hier jetzt gar nicht angehalten. Ist auch ein krasses Kontrastprogramm zu letzter Woche. Oh ja. Und ich bin da auch ehrlich, also ich bin halt von der Person so, ich mag viele Menschen um mich herum, aber mir wird es auch manchmal dann schnell zu viel. Und so war es gestern dann auch. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich werde da dann halt eher ruhig und brauchst du auch meine Zeit und ich brauche halt auch so ein bisschen meinen Raum einfach. Und wenn jetzt unsere Freunde nicht hier wären, wäre mir das, glaube ich, auch einfach too much. Ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten, was so extrem Anhäufungen von Vans angeht. Klar, es ist einerseits cool, andererseits denke ich mir so, okay, schon echt heftig. Also ich finde, das muss man auch ein bisschen von beiden Seiten betrachten. Also ich wäre da jetzt nicht so, die das nur so, ja, alles richtig cool betrachtet. Und wie gesagt, ich bin da dann eher so, dass ich mich ein bisschen zurückziehe und es mir schnell auch zu viel wird. Ich muss Anne dazu schon zustimmen. Es ist schon sehr ungewohnt, mit so vielen Leuten an einem Platz zu stehen. Ich muss aber dazu sagen, hier auf dem Feld stört man eigentlich relativ wenig, weil es so wirklich nicht nah am nächsten Dorf oder irgendwas gelegen ist. Im Gegensatz zu manchen anderen Campingplätzen oder Stellplätzen, besser gesagt, ist das hier, verteilt sich das schon ganz gut und es sieht halt abartig aus. Oder es sieht schon extrem aus auf den ersten Blick. Aber ich hoffe oder ich denke, dass wir hier eigentlich weniger Leute stören als auf manchen anderen Stellplätzen. Wir haben gerade auch ein bisschen drüber diskutiert. Wir wollen das ja natürlich nicht nur mit der rosa-roten Brille sehen, weil wir natürlich jetzt auch Teil dieser Gruppe sind und damit ein bisschen Teil des Problems, dass hier einfach so viel los ist. Teilweise wurden hier auch schon mal Leute weggescheucht, die haben aber gar keine Handhabe dagegen, weil es einfach so viele hier sind, dass sie die jetzt hier stehen lassen. Weil das Problem wäre dann einfach, dass die Leute weiterfahren. Also wir müssen uns erstmal an die Situation hier ein bisschen gewöhnen und auch an die vielen Menschen. Wir gehen jetzt erstmal hier ins nächstgelegene Dörfchen und unterstützen die lokale Bevölkerung hier mit einem Kaffee.
und gucken mal, was wir hier noch so Schönes machen. Wir ziehen uns jetzt einfach mal ein bisschen davon zurück. Es ist ja auch schön, die ganzen Leute um sich herum zu haben, vor allem wenn man sich schon kennt. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht so darstellen, als wenn ich mich da total unwohl fühlen würde. Aber mir ist es halt einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen too much. Angenehm. Wenn ich jetzt Badesachen dabei hätte, wäre ich reingegangen. Netten Örtchen und dem schönen Kaffee gehen wir jetzt hier noch ein bisschen am einer Steilklippe spazieren zu einer Palmbucht irgendwie, die nur eine Viertelstunde von dem Stellplatz entfernt sein soll. Das Wetter ist unglaublich cool. Die Farben vom Meer sind auch unheimlich schön, oder? Ja, es ist echt ein schöner Ort hier. Ich bin mal gespannt, wie nah wir ins Wasser kommen und machen uns jetzt einfach mal auf und erkunden hier noch ein bisschen die Gegend um den Strand. Also ihr seht, kein Platz bleibt hier ungenutzt. Stehen auch wieder richtig viele Vans rum. Platz ist aber auch echt schön, muss ich sagen. Direkt am Meer hat auch was. Ja, die Strecke ist echt schön. Ja. Also hier die kleine Wanderung, man sollte sich nur kein Beispiel an mir nehmen. Ja, bitte festes Schuhwerk und keine Flipflops anziehen. Das ist schon relativ steil hier gewesen alles. Aber ich gehe dafür auch extra vorsichtig. Extra vorsichtig. Ja. Langsam wieder an die Menschenmassen gewöhnt, wollte ich schon fast sagen. Es sind ja keine Massen, aber es sind schon ungewöhnlich viele Camper auf einem kleinen Platz, der sich nicht Campingplatz nennt. Es macht schon Spaß, aber es ist auch gewöhnungsbedürftig am Anfang. Und wir sind natürlich, bevor ihr das erwähnt, wir sind natürlich auch Teil des Problems sozusagen und stehen mittendrin und sind Teil dieses Campingdorfs, kann man ja schon fast sagen. Es macht schon Spaß, weil man sehr viele coole Leute hier trifft in kurzer Zeit. Aber man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen, weil man ja eigentlich immer eher kleinere Gruppen gewöhnt ist. Weil in anderen Ländern ist das hier einfach, glaube ich, teilweise unvorstellbar. Also ich kann mir keinen Ort in Deutschland vorstellen, wo so viele Leute einfach in der Gegend rumstehen und campen. Wir sind heute auf jeden Fall für den letzten Tag da. Wir werden morgen weiterfahren. Uns zieht es weiter. Wir wollen eigentlich zur Ruhe kommen, müssen aber noch ein bisschen Strecke machen, weil wir was Besonderes vorhaben. Und das werdet ihr auch noch sehen. Aber man versucht halt trotzdem irgendwie die Ruhe zu finden und ein bisschen zu sich zu kommen. Die Natur ist wirklich überragend, also der Spot ist an einem wirklich schönen Plätzchen gelegen. Man hatte hier wirklich tolle Sonnenunter- und Aufgänge, also kann man sich echt nicht beschweren.
der Stelle möchte ich die Möglichkeit nutzen und mich bei unserem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Das ist EcoFlow, ein wirklich schon langzeitiger Partner von uns. Und diese Powerbox, die tragbare Powerbox von EcoFlow, die begleitet uns jetzt schon das ganze Jahr über. Ich möchte diese Box nicht mehr missen, denn sie hat uns schon in wirklich vielen Momenten, ich sag mal so, das Arbeitsleben gerettet. Denn wenn wir nicht genügend Sonnenlicht haben und keinen Solarstrom bekommen, dann sind wir ganz, ganz häufig schon auf diese Box ausgewichen, konnten damit unsere Laptops laden, weil es auch einen 230 Volt Anschluss gibt, oder unsere Handys über 12 Volt. EcoFlow hat dabei auch ganz viele verschiedene Modelle. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal bei der Homepage vorbeizuschauen. Den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox. Schaut euch da gerne mal um, was es da auch aktuell für Neuerungen gibt. Ich kann die Box, wie gesagt, jedem Camper oder Vanlifer einfach nur ans Herz legen, weil sie einfach nochmal ein bisschen mehr Autarkie bereitstellt und man die wirklich total flexibel einsetzen kann. Für mich persönlich kann auf jeden Fall sagen, dieses Jahr ist super viel passiert. Also ich meine, wir haben unser zweites Zuhause geschaffen. Wir haben sehr viele Länder bereist, ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten ja ein paar Stolpersteine oder hatten auch mal eine Zeit, wo wir vielleicht ja alles nicht ganz so positiv gesehen haben. Aber auch das gehört dazu und ich freue mich riesig auf 2023. Ich freue mich jetzt auch auf die letzten Tage des Jahres. Also ich werde auch Urlaub haben, was, glaube ich, auch ganz toll ist, um so zwischen den Jahren, was ja irgendwie mal eine ganz verrückte Zeit ist, auch zur Ruhe zu kommen und ja, einfach so ein bisschen das Jahr auch Revue passieren zu lassen. Heute lasse ich einfach den Arbeitstag Revue passieren im Bett. Ich freue mich auf die Pizza. Das ist in Spanien ja auch so eine Sache. Das macht jetzt alles erst von der Siesta wieder 19 Uhr auf und ich habe jetzt schon Hunger. Wir befinden uns immer noch im Vanlife-Dorf und wir wollen dir euch mal so ein bisschen in unseren Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Wir wissen jetzt nicht so richtig, wie weit wir fahren sollen. Vom Gefühl her wollen wir jetzt hier weg. Es hat schon Spaß gemacht. Und es war auch wieder cool, unsere Buddies hier zu sehen. Aber der Trubel von allen Seiten, das ist schon ganz schön viel. Und gerade wenn man dann zwischendurch oder den halben Tag arbeiten muss, besser gesagt, kann es dann schon auch ein bisschen zu viel werden. Oder was sagst du? Ja, total. Also so hundertprozentig wohl habe ich mich jetzt hier irgendwie nicht gefühlt. Wir hatten es ja anfangs auch schon gesagt, es ist irgendwie immer so ein zweischneidiges Schwert, das alles. Und wir Part davon natürlich auch, aber ich finde, es ist auch vollkommen okay, da irgendwie zwei verschiedene Perspektiven einzunehmen, sagen wir es mal so. Gleichzeitig sind wir jetzt gerade irgendwie so, wir haben zum einen hier Leute, die wir gerne mögen, dann Leute in Malaga, die wir gerne mögen. Und die beiden, die wir in Peñíscola kennengelernt haben, die irgendwie auch unser Herz ganz schön aufgemischt haben. Da waren wir schon kurz davor, wieder zu denen zurückzufahren. Gleichzeitig sind unsere Pläne aber ganz anders und wir wollen noch einiges weiter südlich fahren, weil auch da Freunde auf uns warten. Also es ist gar nicht so leicht. Ja, es ist nicht leicht, das irgendwie alles in deinem Hut zu bekommen und man möchte irgendwie mit allen irgendwie abhängen. Ja. Und es ist halt nicht möglich. Und gleichzeitig will mir auch ein Stück Freiheit bewahren, weil darum geht's ja im Vanlife, dass man einfach frei entscheiden kann, wo man hinfährt und sich nicht den ganzen Terminkalender vollhaut mit irgendwelchen Orten, wo man hin muss und wo man sein muss. Und wir merken gerade, dass wir uns wieder stressen, obwohl wir 10-mal gesagt haben, dass wir das nicht machen wollen. Mhm. Und vom Gefühl her sind wir einfach gerade so drauf, dass wir einfach wieder ein bisschen weiter wollen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir auch immer wieder gesagt, wir wollen wieder ein bisschen ankommen und nicht mehr ganz so schnell reisen. Es ist wirklich, es ist nicht aktuell irgendwie schwierig, die Balance zu finden, noch für uns. Gefühlt fangen wir wieder bei Null an im Vanlife, habe ich so das Gefühl. Obwohl wir ja eigentlich jetzt schon wieder
relativ viel unterwegs waren. Aber wir müssen irgendwie wieder so ein bisschen unsere Mitte finden zwischen Reisen und Bleiben und Freunden und alleine stehen. Es ist schwierig, da so eine richtige Balance zu finden, habe ich so einen Eindruck. Es ist super schwierig und ihr merkt es vielleicht auch, Fabi und ich sind dann auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und so sind wir aber auch einfach von der Person. Also ich glaube, das oder so kenne ich uns beide halt auch. So die letzten 10 Jahre habe ich uns so kennengelernt. Und das ist dann auch irgendwie immer, man will dann am liebsten mit allen Leuten, die man gerne hat, die Zeit verbringen. Und es ist gar nicht so easy. Also ich glaube jetzt so diese Woche in Peñíscola mit Peter und Rosi, die hat uns halt einfach so extrem gut gefallen, weil wir uns so wohl gefühlt haben und einfach so eine schöne Zeit zusammen hatten, dass es uns da schon schwer gefallen ist, weiterzufahren. Gleichzeitig hatten wir aber auch das Bedürfnis, weiterzufahren, einfach weil wir auch so ein bisschen, ich habe es im letzten Video so schön gesagt, aufgehummelt sind. Also gar nicht so leicht. Das sind alles First-World-Problems, das ist uns vollkommen bewusst, aber das sind so die Gedanken, die uns gerade im Kopf rumgehen. Genau, einfach um euch mal so einen Einblick zu geben, warum wir jetzt hier waren, warum wir jetzt weiterfahren und dass wir immer so, immer mit so einem weinen, lachenden Auge irgendwie wieder Abschied nehmen. Es sind halt viele kleine Abschiede gefühlt und es ist halt immer irgendwas los und es ist immer irgendwie in Bewegung. Ja. Und so richtig verschwinden wird das nicht im Vanlife, glaube ich. Selbst wenn man extrem langsam reist und hier Monate steht, hat man das, glaube ich, immer wieder. Muss man auch sich dran gewöhnen erst, vor allem, weil ich auch jemand bin, der sich mit Abschieden sehr schwer tut, weil ich mich ganz, ganz schnell an Leute gewöhne und Menschen ganz schnell in mein Herz reinlasse. Und dann fällt es mir immer wieder schwer, da so aus diesem sozialen Umfeld, egal ob es jetzt in der Heimat ist oder auf Reisen, rausgerissen zu werden. Da tue ich mich tatsächlich extrem schwer mit und ist für mich nicht immer ganz so easy. Also Fabi kann das ein bisschen besser handeln, aber auch ihm fällt es ja oft schwer. Aber ich tue mich da nochmal ein Stück schwerer mit. Deswegen ist es für mich oftmals auch so, dass ich, glaube ich, manchmal dann so einen Schutzwall um mich baue, wenn ich wieder neue Menschen kennenlerne, weil ich schon irgendwie daran denke, ich will mich gar nicht zu sehr drauf einlassen, weil ich ja dann irgendwie wieder weiterziehe und da wieder rausgerissen werde. Und ja, bei Rosi und Peter hat es nicht ganz so gut funktioniert. Das ist ja dann auch was richtig Positives und was total Schönes, hat sich einfach angefühlt, als wenn wir uns schon länger kennen würden. Aber umso schwieriger macht jetzt die Entscheidungsfindung, weil gleichzeitig freue ich mich auch auf die Freunde, die weiter südlich auf uns warten. Also, ja, schwierig. Das ist ein Hin und Her. Aber ich glaube, wir haben für uns heute entschieden, dass wir wieder weiterfahren. Ja. Ich glaube, wir zögern es nur raus sonst. Wir zögern es nur raus. Und auch unsere Freunde, die wir hier auf dem Platz haben, werden ja auch demnächst weiterfahren. Also von dem her passt das schon alles. Wir machen uns jetzt langsam auf, packen die Sachen und dann geht's los zum nächsten Ort. Da fehlt die Musik dazu. Bei uns ist jetzt erstmal Mittagspause angesagt, wir essen was Leckeres. Hoffen wir, ihr hattet schon ein schönes Weihnachtsfest und hattet ein paar schöne Tage mit euren Liebsten, ein paar besinnliche Stunden. Und ja, freut euch dann jetzt auf Silvester, denn das müsste jetzt kurz vor Silvester rauskommen. Und dann kann ich nur sagen und wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr 2023. Wir freuen uns riesig auf alles, was kommen wird und verabschieden uns damit von diesem Jahr, von euch. Aber keine Sorge, oder ihr seid uns nicht los. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Wir freuen uns riesig auf das nächste Jahr. Schaut mal dieses Video an für euch und dann macht's gut alle zusammen. Tschüssi!